Servus, ich bin der Corby und mache Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer, Schwerpunkt Lebensmitteltechnik, hier bei Adel Holzner und bin im zweiten Lehrjahr. In meiner Ausbildung bin ich dafür zuständig, dass ich auf den drei Hauptbereichen, und zwar PET Einweg, PET Mehrweg und Glasanlagen, dafür sorge, dass die Störungen behoben werden und alles reibungsfrei läuft. Auf den Einweganlagen ist eine Hauptaufgabe von mir die Bedienung und Steuerung der Blasmaschine. Die Blasmaschine ist dafür zuständig, dass sie aus Rohlingen die fertige Active O2-Flasche bläst, wie ihr sie kennt. Wenn ihr Spaß an Technik habt, dann seid ihr genau richtig für den Beruf hier, da wir hochautomatisierte Anlagen haben und die erfordern einfach technisches Verständnis. Die Vorteile unserer Ausbildung hier bei Adel Holzner sind unsere übertarifliche Bezahlung, unser Azubi-Shuttle, unsere Kantine, die sehr, sehr gut kocht und unser Hausrunk, der auf alle Fälle für die ganze Familie reicht. Nach der Ausbildung habt ihr hier bei Adel Holzner sehr gute Übernahmechancen und ihr könnt euch ja in der Ausbildung für ein drittes Lehrjahr qualifizieren. Da erklärt euch dann der Jakuba, wie der Abschluss als Fachkraft für Lebensmitteltechnik ausschaut. Nach der Ausbildung müsst ihr dann aber auch im Schichtdienst arbeiten und da haben wir drei Schichten, Früh, Spät und Nacht. Und ja, die Spätschicht fängt um 2 Uhr und ich sehe, es ist jetzt gerade 2 Uhr, also ich muss jetzt leider gehen. Habt einen schönen Tag, Servus.